wenn ich das Punkt bei mir. Bei mir? Das ist ja richtig. Ja, aber das ist immer woanders. Genau. Wo wir uns darauf geeinigt hatten, den aktuellen Stand mitzuteilen. Das heißt also,
an den Stellen, wo wir jetzt auch schon da pflegt, den aktuellen Stand. Wir machen das jetzt zweimal im Jahr, ich glaube einmal im Juni und einmal im Dezember. Und dann gibt es noch Alexander Wurlang, der das bisher noch nicht veröffentlicht hat. Das wäre schön, wenn das demnächst passiert. Insofern wird es auch an dieser Stelle immer wieder zum Aufruf kommen. Dann kommen wir zu den Top 3 Anträgen der Migrationsverwaltung. Da haben wir den ersten mit Berlin mit keine Einschränkung der Meinungs- und Informationsfreiheit durch neues Leistungsschutzrecht als Paragraphen. Und der ist von Simon Weiß, der ist von diesem. Ja, genau, es geht um das, wie schon gesagt, sogenannte Meinungsschutzrecht für Presseverlage, was euch sicherlich angeht, ist, ihr habt ja schon bekommen, dass die Entwurf der Bundesregierung jetzt im Bundestag angebracht wurde und die jetzt eine erste Lesung haben wird. Im Antrag geht es darum, dass wir uns einmal klar gegen ein solches Leistungsschutzrecht positionieren und dann werden sie nach auffordern, falls es vom Bundestag beschlossen werden sollte, im Bundesrat, das ist kein Zustimmungsgesetz, also im Bundesrat Einspruch verlegen zu werden, sich im Bundesrat dafür einzusetzen. Inhaltlich ist das, das kann man so im Programm stehen, das ist jetzt sicherlich auch bekannt überraschend. Wir stellen den Antrag voraussichtlich, das ist jetzt in den letzten Tagen, Wochen mit den entsprechenden Fachkollegen erklärt. Ein Punkt ist, dass das bei den Linken noch durch verschiedene Gremien, so wie ich das jetzt noch ein bisschen verzögert hatte, mit dem Entwurf, den wir jetzt hier beschließen, können wir das nicht im Anschluss, wir können das nicht bis zur nächsten Plenarsitzung erreichen, sondern erst danach, weil es dann eben, wenn dann erst am 11. Dezember beschlossen werden kann. Aber wir können es ja jetzt schon mal beschließen, dass wir das dann überhaupt. Entwurfsbeschluss. Ja, finde ich gut. Fragen. Keine Frage. Ja, ich habe zum Grund. Hast du keine letzte Aufrufung nicht? Die kann ich gar nicht machen. Sondern nur ein Hinweis, und zwar mir ist dann auch aufgefallen, dass wir sehr laut für Fünfte reden. Also in alle anderen Fraktionen. Also in irgendeiner anderen Fraktion nach einbringen, dann bringen wir als Fünfte. Und wenn wir mit Grünen und Linken zusammen nach einbringen, als Dritte genannt werden, reden wir auch als Fünfte. Deswegen nochmal der Appell, wenn es irgendwie in die Verhandlungen geht, dass wir vielleicht mal irgendwie als Erste oder Zweite genannt werden, also gemeinsam machen. Ein Frage wollte ich kurz stellen, wer reicht die quasi als Federführung ein? Ich weiß, ob ich Kunden Unterschrift leisten muss oder ob ich mich um Unterschrift etc. kümmern muss. Sie das hier dann ja, die Frage ist, ob Sie das schon geklärt haben oder ob es dazu Absprachen gab, wer sozusagen die Federführung des Einreichungsprozesses übernimmt. Also wer hat hauptsächlich diesen Antrag erarbeitet und dann können wir das gemeinsam machen? So. Okay, wenn das jetzt die Frage ist, den Antrag habe hauptsächlich ich erarbeitet, beziehungsweise ich habe die Initiative ergriffen, ich habe den ersten Entwurf geschrieben. Aber das ist jetzt diese Federführung bei gemeinsamen Anträgen, war mir bis jetzt tatsächlich ein neuer Entwurf. Ja, das ist halt ein Entwurf, der da vorne steht. Okay, gut, dann kümmere ich mich darum und möchte die anderen die jetzt an der Federführung werden. Okay, gut. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist für den Antrag? Das sind alle Anwesenden. Und Till schließt mit zwei Stimmen. Mit zwei Stimmen. Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist der Antrag an die Bundesunabhängige Einzelfahrscheine im VW. Also, berichtungsunabhängige Einzelfahrerschein wurde ja am 1.4.
Wir haben auch mit kleine Anfragen, die haben links entsprechend den Ticket angeordnet sind, rauszufinden versucht, wie wir das denn an Mehrkosten verursacht, in einer Synthese. Es sind aber keine exakten Beträge rausformulierbar gewesen. Der Maximaltrag, der genannt wurde, der ist aber schwer zu belegen, weil er aus verschiedenen Bereichen ermittelt wurde, der mit 21 Millionen Euro oder an Mehrkosten, eben deshalb, weil die sogenannten Mehrkosten nicht wirklich belegbar sind. Das würde sich wirklich Teil anfragen. Ich habe diesen Teil rausgelassen, da habe ich auch andere Punkte wie ungewolltes Schwarzfahren und Attraktivitätssteigerung, dass man ja Mehrkostenschaden kauft und so weiter. Was noch wichtig ist, das ist mir aber erst nachher aufgefallen, weil wir ein bisschen faul waren, aus dem Feedback das direkt Copy-Paste gemacht. Man muss natürlich die alte Formulierung, wo der Senat das beschließt, abzuschaffen. Das liegt ja nicht so ganz, weil wir sind ja ein Verkehrsverband Berlin-Brandenburg, muss es darum umgeändert werden, es folgt auch gleich nach. Das Abgeordnetenhaus folgt dem Senat auf, dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg auch einwirken, dass das ein Thema steht. Abgeschafft wird. Das ist eine formelle Änderung. Am Inhalt des Antrags ändert sich dann nichts. Ich bin mal dabei, dass uns geändert hat. Das ist mir vorher jetzt aufgefallen, dass das ja der Senat nicht die volle Befehlsgewalt im VWG hat. Am besten einfach unten als Kommentar einfügen. Martin. Auch wenn es kurz geworden ist, dann kann man den Dorf beschließen, dann würde die endgültige Fassung passen, wenn wir jetzt kurz diskutieren. Aber dann haben wir auch, dann haben wir auch Heiko das Dorf da zum Beispiel. Morgen? Oder nächste Woche haben wir es ja. Ja, auch mal jetzt. Das ist dann mein Vorschlag. Ja, das ist auch wirklich schon. Ja, da gab es eine Frage. Das war die Morgenmeldung. Ja, dann. Danke, Herr Präsident. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, ich finde den Antrag sehr gut. Ist natürlich eingebettet in eine etwas größere Problematik, die wir auch gerade mit dem Sozialticket-Antrag behandeln, nämlich dass wir nicht genau wissen oder dass wir vermuten, dass der VWG und der DVG keine seriösen Preiskalkulationen durchführen. Also das wissen wir relativ genau beim Sozialticketantrag, denn die Zahlen, die DVG immer als Einnahme- und Verlustausgleichszahlung vorliegen hat, sind halt also aus der Luft gegriffen. Deswegen recherchieren wir gerade generell, wie wir da Abhilfe schaffen können, also wie wir eine Vorstellung davon bekommen können, welche Kosten solche Veränderungen tatsächlich wirken oder welche positiven Effekte sie haben. Also zum Beispiel sagt es ja richtigerweise ungewollten Schwarzfahren. Das heißt, insofern würde ich sagen, dass wir uns da vielleicht auch nochmal zusammensetzen sollten, sechs Ermittlungen solcher validen Daten. Gut, dann habe ich auf der Liste Heiko Kamel-Wolf. Ich würde dafür plädieren, dass wir, also dass Gerhard das schnellstmöglich im Kopf ändert, dass wir das schnellstmöglich im Umlauf machen, weil je früher ich das beim Plenum einreiche, desto eher liegt es auf der Tagesordnung drauf und kann vielleicht untertagen oder sonstige Sachen dann halt auch schon verhandelt werden. Deshalb so schnell den wirklich ein. Man könnte ja einfach meinen, dass wir einholen, dass wir jetzt schon mal quasi mit Geo warten, dass es nicht dahinter steht, mit dem Feedback sieht. 99% bei einer Einstellung. Wer war das? Ja, das war auch David. Ja, ich habe drei Dinge. Einmal erstmal fürs Protokoll eine Bitte. Das klingt jetzt, so wie es da steht, sehr missverständlich, weil es klingt so, als wollten wir irgendwie den richtungsunabhängigen Fahrschein anschaffen, wenn man das liest. Ich muss da halt auch aus der Rede, irgendwie musste ich jetzt gucken, was wollen wir denn jetzt sozusagen abschaffen. Also vielleicht, dass wir das nochmal
stellen, auch im Protokoll steht jetzt das Gegenteil. Die zweite Sache ist nicht nur, die Gerwald ist ja nicht nur BVG, sondern auch S-Bahn Berlin und die Hamburger Verkehrsbetriebe ja, mit drin, insofern das vielleicht für den Antrag auch beachten. Ja, und das würde ich jetzt den dritten Punkt habe ich jetzt vergessen. Okay, Wolfram bitte. Ja, das ist eigentlich nur der dritte auch gerade mit den Kosten. Also die Einführung ist ja damals mit einem gewissen Preisnachlass verbunden gewesen. Und ich vermisse das jetzt auch ein bisschen in dem Antrag hier, dass man auch die Kostensteigerung, die da sicherlich mit einhergeht, wenn man die Abrechnungsabhängigkeit jetzt wieder rausnimmt, dass man die eben auch irgendwie begrenzt. Also ich würde das eigentlich besser finden, wenn man da noch was im Absatz dazu reinbringt, aber das würde wahrscheinlich das schnelle Verfahren hier verhindern. Okay, danke. Dann Gerwald in der Frage. Der alte Absatz bei das Abgeordnetenhaus soll schließen, was ganz vorher soll, vorschreiben. Das Abgeordnetenhaus fordert den Senat auf, den Verkehrsordnungspunkt in die Reifenpunkte auch einzugehen, dass sie am 1.4.2020 für Richtungsabhängigkeit dann im Einzelfall Verkehrsordnung für die Reifenpunkte abgeschlossen wird. Das ist die korrekte Beschreibung in Teil 2. Wir haben aber auch eine Begründung noch unten reingeschrieben, das stand auch schon drin, ist anzunehmen, dass durch die Richtungsabhängigkeit abgeschafft wird, eine Steigerung in der Attraktivität der Einzelfahrscheine angenommen werden kann, weil es mehr Menschen kaufen und daraus ein Mehrabsatz an Fahrscheinen, die eventuellen Verluste, die man sozusagen jetzt postuliert, mehr als kompensiert. Leider ist hier auch zu der kleinen Anfrage, die wir gestellt haben, keine genaue Bezahlung genannt worden. Das war das Problem, dass man die Fragen nicht alle Antworten bekommt. Der hat mich auch immer wieder schnell gefunden. Wie gesagt, das haben wir eigentlich reingeschrieben, dass, wie gesagt, die Leute da wieder mehr kaufen und dadurch die Preisdifferenz locker ausgeglichen wird. Eine andere Frage mit Normalstudien, die ich noch nicht beantwortet habe, aber das würde mit Zähler auch was reingespielt, dass es inzwischen Tarifverhöhung bei den Einzahlungen deutlich höher ist als die statistische gemittelte Tarifverhöhung, wenn man das richtungsabhängig abschaffen würde. Nicht als Vergleichsstatistiken. Und dass die jetzigen fast doppelt so hoch liegt wie die ohne Richtungsabhängigkeit. Dann ist mir noch aufgefallen, in der verletzten Zeile steht bei mir DAF. Ich glaube, dann ist es die ersten zwei. Ja, gut, dann ist es redaktiv. Wenn du nur als Inhalt für das Kopf, dann ist es halt ein. Okay. Dann habe ich Pavel. Ja, das ist mein dritter Punkt wieder einzuführen, aber der glaube ich jetzt schon zumindest vor halb beantwortet, nämlich das Thema kleine Anfrage. Wurde das, sagen wir, diese Frage explizit auch gestellt bei einer kleinen Anfrage, beziehungsweise könnte man flankieren, eventuell dazu nochmal eine spezifischere kleine Anfrage stellen. Das ist der Eindruck. Die ich hatte. Der zweite Punkt war, dass man sich unter Umständen noch ein Argument einfallen lassen müsste, wie man jetzt das Argument entkräftet, dass bei der Richtungsunabhängigkeit, dass dann halt Altfahrscheine von Altfahrscheinhändlern an den also der Altfahrscheinehandel an den Stationen, dass der natürlich dann dadurch potenziell auflebt. Ja, und
Ansonsten noch, denke ich, wichtig, der Punkt ist wahrscheinlich jedem auch schon mal passiert, dass man bei überfüllten Bahnen oder aus welchem Grund auch immer vielleicht zu spät aussteigt. Und dann ist natürlich, hat man im Moment ein ziemliches Problem, wenn einem das passiert. Das stimmt. Ja, dann habe ich jetzt noch den Christopher, Gerwald und Heiko. Ja, weil das hier gerade mit den Altfahrscheinen angesprochen worden ist, das ist in meinen Augen kein Problem, denn die BVG muss sicherstellen, dass sowas auf ihren an ihren Bahnhöfen und im Umfeld ihrer Bahnhöfe eben nicht passiert, weil es ist ja per se schon nicht legal. Ja. Und wenn man so mitbekommt, dann sind die ja meistens auch bestens ausgestattet, also mit Dingern in beide Richtungen. Also ich glaube, das kann man da relativ einfach abübeln. Gut, dann Gerwald bitte und danach Heiko. Also auf Pavels Frage hinsichtlich der exakteren Zahlen in den entsprechenden kleinen Anfragen meinerseits, wo ich noch nicht explizit auf das Thema eingehe, aber so grundsätzlich in die Richtung, ich habe das mal nach Fahrscheingruppen aufgeschlüsselt bekommen, kriege ich von der BVG zwar vernünftige Zahlen, aber dann, wenn ich fürs Gesamtsystem ist, fällt mir mal die S-Bahn außen vor. Die reden sich da mal mit raus, S-Bahn ist nicht Berlin, müssen sie nichts zu sagen. Und das andere Ding mit dem Fahrscheinhandel, den gibt es auch jetzt schon in gewissen Grenzen für die jetzigen richtungsabhängigen Fahrscheine. Das dürfte sich nicht besonders steigern, weil die Leute aufgrund von schlechten Erlebnissen auch misstrauischer geworden sind hinsichtlich des Kaufs dieser Fahrscheine. Das tut sich keiner mehr an, weil auch die Bestrafung für Fahren mit ungültigen Fahrscheinen ja auch empfindlich sind, das mag auch keiner. Also das ist zwar vorhanden, nicht wegzudiskutieren, aber die Zahlen als solches haben sie auch nicht auswerfen können. Es ist eine Anfrage auch nur insgesamt angegeben worden, also alle Straftaten hinsichtlich Beförderungserschleichung der 264er, das ist alle Bereiche zusammengeschmissen worden, die haben nicht explizit differenziert, wer hat jetzt selber schwarz gefahren, wer hat sich einen ungültigen Fahrschein andrehen lassen, die haben offensichtlich die Zahlen auch gar nicht, selbst wenn sie das jetzt machen müssten. Ja. Jetzt hat Heiko das Wort und danach Pavel. Ja, da muss ich Gerwald explizit widersprechen. Seine kleinen Anfragen sind ziemlich genau bei diesen ganzen Fragen und haben, also du hast schon ziemlich exakt das nachgefragt, was Pavel da gefragt hat. Und das unterfüttert ja auch den Antrag, den du gestellt hast, denn also die Zahlen, die jetzt zum Beispiel drin sind, also die sagen ja explizit, dass beim Stand vom 01.01.2011 bei der BVG bzw. S-Bahn 16 Millionen bei der BVG ungefähr, wenn man diese Rückrichtung aufheben würde, entfallen würden, beziehungsweise 5,3 bei der S-Bahn. Diese Zahlen, die man da rausrechnet, basieren aber auf Schätzungen aus dem Jahr 2004 bis 2005, wo man dann mal geguckt hat, was in diesen 12 Monaten passiert ist, als man diesen Hin- und Her-Tarif abgeschaltet hat, wo man dann festgestellt hat, okay, gut, bei der BVG sind 56% mehr Kurzstreckenscheine, bei der S-Bahn sind es 17% mehr Kurzstreckenfahrscheine, bei der BVG 16% mehr Einzelfahrscheine, bei der S-Bahn auch ca. 17% mehr Einzelfahrscheine. An der Stelle gleichzeitig ist aber auch noch mit bedenken, dass man halt in dem Fall auch noch die Berlin-Karte S bzw. die vergünstigten Zeitkarten für Senioren und sowas abgeschafft hat und das Berliner Ticket A, weswegen diese ganzen Rechnungen überhaupt nicht plausibel sind, weil sie auf vielen, also auf vielen Faktoren berufen und einfach nicht zurückführbar sind. Das heißt, die BVG bzw. die S-Bahn, also keiner weiß im Prinzip, ob mit der Abschaffung der Hin- und Rückfahrkarte überhaupt irgendwelche Gewinne, also irgendwelche zusätzlichen Gewinne gemacht wurden, ob das zu Verlusten geführt hat. Und man kann jetzt auch in keinster Weise sagen, ob man dazu Gewinne oder Verluste macht. Das Einzige, was man sicher weiß, was man sagen kann, ist, dass es für die Attraktivität ein Verlust ist, dass es nicht mehr Hin- und Rückfahren. Das ist ja das Einzige, was man im Prinzip klipp und klar sagen kann. Gut, jetzt melden. Genau. Jetzt hat Pavel das Wort. Okay, ich bin zwar jetzt leicht verwirrt, aber macht nichts. Das, was ich sagen wollte, war nur jetzt genereller.
Art, einfach nur die Empfehlung, wenn sowas bei einer kleinen Anfrage rauskommt, dass bestimmte Unternehmen dann mit dem Hinweis, dass sie halt dazu nicht verpflichtet sind, keine Zahlen rausgeben, wie das beispielsweise, wie wir jetzt festgestellt haben, bei der Energiearmut gibt es zwar Zahlen von der GASAG, aber irgendwie keine von Vattenfall, dass das ein guter Anlass ist, eine parlamentarische Initiative zu starten, dass diese Unternehmen, die ja auch entweder in Staatseigentum sind oder wie bei der S-Bahn halt hohe staatliche Zuschüsse kriegen, dass die dann halt verpflichtet werden, in Zukunft solche entweder über den Vertrag oder über ein Gesetz entsprechende Auskünfte zu geben. Weil wie sollen die Politik vernünftige Entscheidungen treffen, wenn Unternehmen sagen, wissen wir nicht, wollen wir nicht. Das wollte ich nur loswerden. Okay, jetzt habe ich Gerwald, danach Alexander Spieß. Und ich fände es gut, wenn wir dann auch zum Ende kommen können. Ja, also ich würde trotzdem dafür plädieren, dass wir den Antrag so stellen. Der wird ja erfahrungsgemäß in der ersten Lesung gleich in die Ausschüsse gehen. Das zweite Ding ist, jetzt noch mit einer kleinen Anfrage gezielt nochmal extra nachzufragen, ist zwar machbar, aber würde das unnötig verzögern. Und wir haben diesen Bereich durchaus, es ist ja noch ein größerer Komplex, der da hinten dran hängt. Das ist ja bloß die erste Stufe, die ich geplant habe hinsichtlich fahrscheinfreien Nahverkehr. Und ich will ja diesen ganz kleinen Schritt dieses Jahr vielleicht noch ins Plenum reinbekommen. Also sagt diese kleine redaktionelle Änderung mit der Betreffzeile, das dürfte nicht das Problem sein. Und die Zahlen würde man im Ausschuss, der das berät, wahrscheinlich auch viel exakter und aktueller kriegen, als ich das jetzt mittels einer kleinen Anfrage überhaupt bekommen würde. Gut, Alexander Spieß. Ich hatte das vorhin schon gesagt, es gibt keine Zahlen. Also das, worauf sich die BVG jetzt, also VBB beruft, ist eine Studie, die ist damals 2004 im Hauptausschuss auseinandergenommen worden. Da gab es ein Supervisor-Gutachten, die sagt, genauso gut hätte man eine Glaskugel nehmen können. Also sie haben da keine validen Daten benutzt, sondern so hochgerechnet, wie sie es gerne hätten. Und deswegen ist das ein Zielpunkt auch der Anträge, also auch des Sozialtickets-Antrages, endlich mal valide Zahlen zu bekommen. Und es ist aber gut, wenn man dann sowas im Hauptausschuss oder so nochmal aufs Tapet bringt. Okay, danke. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Ich glaube, wir können die Änderungen wurden ja inzwischen eingefügt. Insofern kann man die jetzt auch in das Doc übernehmen und wir können aber über den Antrag als solches jetzt abstimmen. Wer ist denn für den Antrag von Gerwald, für den richtungsunabhängigen Einzelfahrschein? Das sind alle Anwesenden und Phil stimmt mit 2 Ja-Stimmen. Danke. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist der dritte runde Tisch, die Ausrichtung dessen 2012 zur Förderung des freiwilligen Engagements in Berlin. Das ist ein Antrag von Alexander Spieß. Ja, und kann dazu sagen, also es gibt also von den Trägern des freiwilligen Engagements, also das Treffpunkt Hilfsbereitschaft, das sind die Bezirksämter bzw. diejenigen, die zum Beispiel Mobilitätsdienste organisieren und so weiter, und alle freien Träger, die Bundesfreiwilligendienst und Ähnliches machen. Also für die wird eben dieser runde Tisch hier im Abgeordnetenhaus veranstaltet, und zwar pro Jahr 3, das wäre der dritte, also immer im Herbst. Und da bitten die eben einzelne Abgeordnete, die Patenschaft zu übernehmen. Erste Patin war die Frau Radziwill für die SPD, zweite jetzt Frau Bangert von den Grünen gestern, und als dritter bin ich gebeten worden. Und Aufgabe dessen ist eben auch so ein bisschen das thematisch vorzubereiten und eine Einführung zu geben, aber eben auch den Raum zu besorgen. Und ich denke, auch eine Getränkeversorgung, glaube ich, sollte man da bereitstellen, nicht, um da nicht ganz so schrieselig zu erscheinen. Das haben wir schon organisiert mit der Geschäftsstelle. Es fehlt nur noch das Einverständnis der Fraktion. Gut. Christopher? Ja, grundsätzlich dafür. Ich würde nur bitten, dass wir es in Zukunft dann andersrum machen. Also erst das Einverständnis der Fraktion einholen und dann planen. Ja, gut.
Also das ist ja erstmal vorgeschlagen. Okay, dann konkretisiere ich das jetzt nochmal. In dem Moment, in dem die auf dich irgendwie zukommen und dir sagen, könntest du oder könnte die Piratenfraktion das bitte machen, dann einfach entweder mit dem Vorstand reden, weil vielleicht braucht man da gar keinen Beschluss, wenn es nur um dich als Abgeordneten geht, oder wenn da irgendwie offiziell die Piratenfraktion als Pate für diese Veranstaltung auftritt, eben einen Beschluss davor machen und nicht alles schon organisieren und dann... Ja, du hast denen noch eine Zusage gegeben, oder? Es geht hier, glaube ich, wenn ich das kurz verdeutlichen darf, um die Zusage nach außen. Also, dass du sozusagen nach außen eine Zusage gibst, ja, du machst das, beziehungsweise die Piratenfraktion macht das, und danach kommst du aber erst zu uns und fragst uns, naja, darf ich das? Da geht es andersrum. Oder da geht es, Christopher, darum, dass es andersrum gemacht wird. Oder? Es wird klar. Gut. Also es ist eben so wie bei einer Fraktionsveranstaltung, wir hatten uns mal darauf geeinigt, dass eben... Alexander, das ist nicht die Frage. Hast du dieser Frau oder diesem Mann, als sie dich gefragt haben... Ich habe mich bereit erklärt, mich persönlich als Pate zur Verfügung zu stellen. Genau. Und eben diese Organisation, also diese Veranstaltung in die Wege zu leiten. Ich habe keine Zusage gegeben, dass die Fraktion das unterstützt. Ja, das wird dann heute beschlossen. Dann bitte ich an dieser Stelle um Verständnis dafür, dass diese Zusage deinerseits möglicherweise so interpretiert werden könnte, dass es dann eine Zusage der gesamten Piratenfraktion, ja, du schüttelst mit dem Kopf, ich sage dir, interpretiert werden könnte. Wenn ich hier spreche, habe ich auch keinen Einfluss darauf, wie ihr meine Aussagen interpretiert. Es ist, nee, also, wir stimmen jetzt darüber ab, ja, und dann klären wir das irgendwie bilateral. Mir geht es nur darum, dass es in Zukunft, bevor es eine Zusage gibt, eine Veranstaltung stattfinden zu lassen, in welchem Kontext auch immer, dies bitte entweder mit dem Fraktionsvorstand oder innerhalb dieser Fraktionssitzung geklärt wird. Genau das passiert jetzt. Martin, ganz genau. Ich finde es gut, wenn wir vorher einen Beschluss treffen und dann nach außen kommunizieren. Gut, dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist dafür, dass wir das so machen? Das sind alle Anwesenden dafür und Phil mit 2 Ja-Stimmen wieder. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist in diesem Fall das Ticket 4664. Und da geht es um die Abschaffung der festen Vertreterregelung. Da gab es ja auch schon einen Diskurs auf der Fraktionsmailingliste. Willst du dazu noch was sagen, Heiko? Das ist relativ simpel an der Stelle. Wir haben uns damals ja im Sommer darüber unterhalten, dass diese feste Regelung ein bisschen blöd ist. Ich habe es auch in der Begründung einmal reingeschrieben. Weil wenn wir es ernst meinen würden mit dieser festen Vertreterregelung, dann müsste jeder Vertreter sich für die Ausschüsse, wo er Vertreter ist, im Prinzip freihalten bei den Terminen, weil er könnte auch kurzfristig als Vertreter für diese Termine dann gerufen werden. Ich glaube, das machen wir alle nicht, beziehungsweise das ist auch ein relativ schwer, sich dann seine Zeiten ordentlich einzuteilen. Und es ist halt einfacher, wenn wir die normale feste Vertreterregelung einfach abschaffen. Jeder trägt sich bei den Ausschüssen ein, wo er prinzipiell sich vorstellen kann, als Vertreter zu fungieren. Und dann haben wir ja noch die ganzen restlichen Möglichkeiten, wie wir es ebenfalls klären. Man fragt auf der Fraktionsmailingliste oder direkt an die Abgeordneten, hast du Lust, mich da zu vertreten oder sonst irgendwie was. Also ich sehe bei dieser Vertreter-Dingens irgendwie keinen Sinn mehr drin. Gut, jetzt habe ich Martin, dann Simon K. und Gerwald. Ganz kurz, ich finde es super, dass das vorher auf der Mailingliste diskutiert wurde. Es ist lange nicht mehr passiert. Und zweitens will ich auch selber meine Arbeit da tun und diese Personenausschussseite aktualisieren, gerade was den Bildungsausschuss angeht, und würde mich freuen, wenn andere das auch tun. Dann kommt Simon Kowalewski, danach Gerwald und Pavel. Ja, ich wollte nur kurz noch zu bedenken geben, dass natürlich so eine ständige Vertreterregelung keine Muss-Regelung ist, meiner Meinung nach. Aber jemandem, der sagt, grundsätzlich
bin ich an diesem Thema interessiert. Ich würde mich da jetzt einfach als Vertreter insofern zur Verfügung stellen, dass ich dann auch zum Beispiel die Geschäftsordnung, die Einladung und die ganzen Dokumente, die da das Ausschussbüro immer rumschickt, dann auch bekomme. Dass für den Fall, dass ich mal einspringe, ich dann auch sozusagen das ganze Zeug schon in meiner Inbox habe und mir das nicht erst noch irgendwo zusammenpuzzeln muss. Ich mache das ja auch seit Anfang aller Zeiten eigentlich im Stadtum. Da war ich jetzt tatsächlich erst zweimal. Aber dass ich die ganzen Dokumente dann schon hatte, war natürlich hilfreich. Ja. Ja, Gerwald? Ja, also ich hätte da noch einen Verfahrensvorschlag. Die Menschen, die ja ständig in den Ausschuss sind, die arbeiten ja sowas auch aus. Die Tagesordnung fällt ja nicht vom Himmel 2 Stunden vor dem Ausschuss, sondern ist ja länger bekannt. Da ist man ja auch schon auf den Konsens gekommen, wie man sich entsprechend zu Tagesordnungspunkten verhält. Und im Regelfall ist ja der Fachreferent, wenn der nicht auch gerade krank ist, ja am besten informiert, wenn der entsprechende Vertreter im Ausschuss nicht da ist und dass man dann sich auf die Fachreferenten verlässt. Und was mir noch eingefallen ist, zusätzlich, um Notfallkommunikation ermöglichen zu können, dass eine Telefonliste mit aktuellen Handynummern aller 15 Abgeordneten, jeden Fachreferenten auch vorliegt, dass man dann, wenn es wirklich mal brennt, dann noch notfalls telefonieren kann. Da hat in letzter Zeit durchaus mal kleine Probleme gegeben, die ich jetzt nicht weiter erläutern will, aber mir ist bekannt, dass es diese Liste durchaus noch nötig hat. Gut, die Liste steht im Redmine, im Wiki der Geschäftsstelle. Pavel. Ja, also ich habe in Unkenntnis sozusagen der herrschenden Vertreterregelung oder habe ich das halt immer so praktiziert, dass wenn ich halt nicht konnte, ich mich zu irgendeiner Ausschusssitzung, ich selbst versucht habe, einen Vertreter zu finden und zu bestimmen. Das klappt natürlich manchmal nicht, weil, ja, aber ich, da kann man vermutlich auch nichts dran ändern. Ich finde das mit die pragmatischste Vorgehensweise. Die ist jetzt, glaube ich, zwar abgedeckt oder ist irgendwie nicht, jetzt nicht grundsätzlich ausgeschlossen durch diesen Vorschlag, aber legt ihn nicht unbedingt nahe, wenn man den Beschluss so liest. Also die von dir beschriebene Vorgehensweise war immer so der Fall und daran ändert auch der Beschluss jetzt nichts. Also, dass man sich selber darum kümmern muss, wenn man nicht kann, das ist auch weiterhin der Fall. Jetzt Alexander Spieß, danach Phil, Heiko, Oliver. Ja gut, also ich glaube, also wenn man die Historie verfolgt, dieser Beschluss mit den Vertreterregelungen hat auch nichts damit zu tun, dass jetzt die Vertreter dann auch immer hingehen müssen, falls der Abgeordnete ausfällt, sondern da ist klar, wenn jemand ausfällt, bemüht man sich um die Vertretung, sondern es sind eben die, die sich auch noch um den Ausschuss kümmern und die man also im Falle einer Vertretung präferiert fragen würde. Wenn natürlich beide nicht kommen können, müsste dann ein Dritter einspringen. Ich meine jetzt speziell in dem Fall, wo dann die Sprecherpositionen auch übergreifen. Also ich bin arbeitspolitischer Sprecher, aber eben bei der Ausschussverteilung habe ich eben Simon und Fabio da auch den Vorsitz gelangt, weil eben Frauen und Integration dort vor allem vertreten werden, aber Großteil ist eben Arbeit und da bin ich auch immer im Ausschuss. Unter Umständen auch vertreten wir uns dann jeweils thematisch in dem Ausschuss. Es ist eben wichtig, dann auch immer eingeladen zu werden, immer informiert zu werden und genau dafür war diese feste Vertreterregelung, das heißt, dass die festen Vertreter eben auch in den Mailinglisten entsprechend drin sind und auch entsprechende Informationen bekommen. Gut, danke. Dann Phil. Ich glaube auch, dass uns das einfacher macht, einen Vertreter zu finden, vielleicht auch mal jemanden zu nehmen, wo man meint, ja, der hat sicherlich davon irgendwie Ahnung, ist aber da jetzt nicht fest drin eingetragen. Mhm. Vielleicht noch die Frage, wie wir das dann verfahrensmäßig machen, ob sich jetzt jeder tatsächlich dort einträgt, wo er möchte und sagt, hierfür stehe ich bereit, oder habt ihr da einen anderen Vorschlag? Gut, das klären wir dann, wenn wir das beschließen, würde ich vorschlagen. Es steht alles drin, ich mache mal okay. Statements. Oliver. Ja. Nach der ganzen Diskussion ist es jetzt, also mir erscheint es zumindest sinnvoll, in dem Antrag entsprechend dann noch das Wort grundsätzlich zu ergänzen, damit wir auch
es uns weiterhin vorbehalten können, in den Fällen, wo es sinnvoll ist, auch feste Vertreter zu haben. Ich glaube zum Beispiel für einen Untersuchungsausschuss ist es ganz sinnvoll, einen festen Vertreter für Martin da zu haben. Und na was denn? Das hat damit schon zu tun. Der Antragstext ist, es gibt für Ausschüsse keine festen Vertreter mehr, stattdessen teilt jeder Abgeordnete mit, in welchen Ausschüssen er für eine Vertretung bereitsteht. Die Vertreter, die wir haben, existieren gar nicht, das ist was völlig anderes. Hm. Nein, bin ich nicht. Gibt es nämlich nicht. Ja, ja. Hat es halt eigentlich schon. Aber es mag auch Fachausschüsse. Deine Position steht im Gesetz. Das ist höherrangig als ein Fraktionsbeschluss, wenn dich das beruhigt. Denn es geht mir ja auch nicht nur um den. Ich habe den jetzt nur exemplarisch rausgenommen, weil er mir da am präsentesten ist. Ich habe allerdings das Gefühl, so wie auch der Kollege Spieß es gerade schon erwähnt hat, dass es durchaus auch normal ständige Fachausschüsse gibt, in denen eine ständige Vertreterregelung sinnvoll sein kann. In dem Fall würde ich Einzelregelungen durchaus für sinnvoll erachten. Danke. Jetzt darfst du, Heiko. Und dann stimmen wir ab. So, also Nummer 1, durch den Antrag ändert sich genau nichts. Erstens. Zweitens, alles, was ihr angesprochen habt, könnt ihr bilateral jederzeit weiterhin tun. Das hat nichts damit zu tun, wenn jemand auf einer Mailingliste sein möchte, wenn jemand die Ausschussprotokolle haben will, dann sagt man das dem Fachreferenten, dann kommt man in die Verteiler rein, etc. Das ist alles kein Problem, das könnt ihr alles selbstständig machen. Weiterhin, wenn Herr Spieß die Vertretung für Arbeit in dem Bereich hat, dann werden wahrscheinlich, mit großer Wahrscheinlichkeit, ein gewisser Fabio Reinhardt und ein Simon Kowalewski, wenn einer von beiden nicht kann, wahrscheinlich als erstes auf Herrn Spieß zu gehen, wenn sie nach Vertretung suchen, weil ihr seid immer noch selbstständig dafür verantwortlich, die Vertreter zu suchen. Also fassen wir alles nochmal zusammen. Es ändert sich an der Sache nichts. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass wir eine Wiki-Seite, auf der derzeit draufsteht, also quasi, wir haben immer noch quasi diesen Beschluss mit einer bindenden Vertreterregelung, wo immer noch nicht geklärt ist, was jetzt diese Vertreterregelung mit dieser Bindung eigentlich genau sagt an der Stelle. Die heben wir einfach auf und machen es einfach so, wie wir es bisher machen. Das ist das, was mit diesem Beschluss passiert. Oliver? Der Pavel könnte das wissen. Ausschüsse, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagen, im speziellen Fall jetzt der BMC-Unterausschuss, da wollte der entsprechende Ausschussreferent auch wissen, wer der ständige Vertreter ist, damit der dann auch nicht jedes Mal extra nachgefragt wird, ob derjenige da sitzen darf oder nicht. Natürlich kann man auch diese Regelung unterlaufen, aber die Ausschussbüros hätten das gerne. Während Oliver redet, ist kein GO-Antrag, aber jetzt ist er. Martin. Ich bitte um ein Meinungsbild für oder gegen diesen Antrag. Der Parteitag sitzt noch tief in den Knochen. Also das Meinungsbild ist sehr positiv. Darf ich auf Oliver direkt antworten? Ich bitte darum, die weiteren Redebeiträge einzustellen. da bräuchte es dann einen weiteren GO-Antrag. Ich würde jetzt aber doch so weit kommen, dass ich einfach auch nochmal an der Stelle frage, wer noch sprechen möchte und dann die Redeliste schließe und dann können wir nämlich auch abstimmen. Jetzt, ja, du darfst auch noch sprechen, aber ich hatte Wolfram und dann Pavel und dann den Heiko. Möchte noch jemand sprechen, ansonsten stimmen wir dann ab, dann Wolfram. Ende der Debatte. Gut, Pavel? Ja, im Verfassungsschutzausschuss und G10 ist es so, dass tatsächlich dort dann bei vertraulichen Sitzungen nur die gewählten Vertreter dort das Teilnahmerecht haben. Ansonsten ist es so, dass bei BMC oder auch bei allen anderen nicht öffentlichen Sitzungen jeder Abgeordnete dabei sein kann. So. Also, ja. Okay, Heiko. Pavel sagt, mit der Einschränkung der Unterausschussvermögen dürfen sich nur Hauptausschussleute gegenseitig vertreten. Gut. Dann kommen wir. Doch. Nein. Er hat nichts Sinnvolles beizutragen. Wir kommen, da es keine weiteren Redebeiträge gibt, zur Abstimmung. Und zwar, die Redeliste ist geschlossen. Während der Abstimmung gibt es auch keinen GO-Antrag mehr. Ich frage, wer ist für diesen Antrag? Das sind alle Anwesenden.
Simon, deine Stimme ist ungültig. Außer Alexander Spieß, der dagegen stimmt. Und Alexander Kowalewski, der sich enthält. Dann kommen wir zum... Oder nee, Simon... Simon Kowalewski. Nein, nein, kannst du im sonstigen Teil machen, aber jetzt nicht. Nein, jetzt nicht. Nein, jetzt nicht. So, ich muss mich korrigieren, deine Stimme war ja ungültig und nicht Enthaltung. Ich glaube, das ist die Premiere auch irgendwie. Wir kommen jetzt zum nächsten Punkt, das ist der Wechsel der Position im Sportausschuss. Da gibt es einen Antrag von Heiko und im Prinzip auch von mir. Wir haben uns darauf geeinigt, dass ich zukünftig, wie ursprünglich auch schon, wieder das ständige, normale Ausschussmitglied bin. Und wir hatten ja nur hauptsächlich wegen der Reise damals gewechselt. Gibt es dazu Fragen? Nicht? Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist dafür? Wechselausschussmitgliedschaft. Mit einer Enthaltung. Gut, dann sind alle. Er wieder. Reise ist zu Ende. Mit einer Enthaltung von Alexander Spieß. Einstimmig angenommen. Und wir kommen zum nächsten Punkt. Das ist das, der Antrag ans Plenum Datenschutz. Ist der Stream tot? Informationsfreiheit als Teil der Schulkultur in Berlin. Ach so. Das Internet ist weg, aber der Antrag kann eventuell trotzdem schon mal vorgestellt werden und vielleicht funktioniert ja dann gleich auch wieder das Internet. Martin. Ja. Also, ich entschuldige mich auch nochmal, dass der Antrag kurzfristig ist. Also in dem Antrag wird der Senat aufgefordert, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen, um Schülerinnen und Schüler, das speziell jetzt an den Schulen, weil sich da, weil der Grund dafür auch spezielle Maßnahmen an Schulen und nicht an Kindertagesstätten sind, über die Anhäufung bzw. die Aufnahme von Daten aller möglicher Couleur, das heißt personenbezogene Daten über die Schülerinnen und Schüler, zu informieren. Wir haben gesagt, wir wollen zumindest einmal eine solche Belehrung über die Rechten und Pflichten und über den aufkommenden Datenbestand am Anfang einer Schulkarriere für alle Schülerinnen und Schüler, also deren Erziehungsberechtigte in dem Fall natürlich, haben. Das Ganze soll auf postalischem Weg passieren. Und auch per Einschreiben, weil wir glauben, dass das dann die Rechtssicherheit und über diese Belehrung ganz wichtig ist. Wir wollen außerdem darüber informieren, was jetzt an der Schule bzw. im Rahmen des elektronischen Klassenbuchs und auch bei der automatisierten Schülerdatei anfällt und jährlich darüber informieren, was sich geändert hat. Das liegt auch vor allen Dingen daran, dass da sich auch jährlich ändern kann, was zum Beispiel bei der automatisierten Schülerdatei aufgenommen wird und an anderer Stelle. Der Antrag ist auch eine Vorbereitung darauf, dass wir das Problem mit dem sogenannten Sprachtagebuch, Sprachlerntagebuch an Kindertagesstätten und dem Übergang in die Schule mal angehen müssen und lösen wollen, weil da ist im Moment das Problem, dass die sinnvollen Daten, die da erhoben werden, das Tagebuch, was da geführt wird, nicht an die Grundschule mitgenommen werden kann, weil es eben nicht sichergestellt werden kann, dass damit verantwortungsvoll umgegangen wird. Das sind ja sehr persönliche Daten. Und die Schulen in Berlin sind allgemein nicht auf dem Stand dem, was man so erwartet bei informationeller Selbstbestimmung, gerade nicht, wenn man sich anguckt, was dort alles für technische Neuerungen geplant werden, um Daten zu erheben. Ja, genau, postalisch. Ab dem 14. Lebensjahr soll dieses Briefchen dann direkt den Kindern zugestellt werden, weil die in der Lage sind, dann auch Post zu empfangen. So, rechtssicher. Gut, gibt es dazu Fragen? Das ist nicht der Fall, dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist für den Antrag? Das sind alle Anwesenden mit allen verfügbaren Stimmen, also Phil zweimal. Vielen Dank. Und wir kommen damit zum nächsten Punkt. Das ist, muss ich mal kurz scrollen, die große Anfrage. Zeile. Genau. Individuelle Vereinbarungen mit den Bezirken zum Personalabbau.
Da ist das ist ein Antrag von Gerwald. Bitte. Ja, also ursprünglich war diese Frage Gegenstand einer kleinen Anfrage. Die kleine Anfrage hat eine relativ unerfreuliche Antwort hervorgebracht, nämlich im Prinzip die Fragen 1 bis 8, also ich zitiere jetzt mal kurz, die Fragen von 1 bis 8 können nur durch eine Umfrage bei den Bezirken beantwortet werden. Punkt. Die Umfrage ist wegen des geforderten Umfangs innerhalb der für die Beantwortung von kleinen Anfragen vorgesehenen Frist nicht möglich. Das heißt auf gut Deutsch, stell das in einer großen Anfrage. Frage. Für mich zumindest. Ja, vielen Dank. Ich finde dich gut. Martin. Finde ich gut. Endlich macht's mal einer. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr vor mir, weil dieses Internet nicht funktioniert, aber du hast da geschrieben, geschriftliche Beantwortung. Ich fände es sehr gut, wenn wir das mündlich beantworten lassen. Es geht um Personalabbau in den Bezirken. Das sollte im Plenum diskutabel sein. Das dürfte durchaus änderbar sein. Heiko. Also ich würde da an der Stelle abraten davon, weil wir die mündliche Beantwortung fordern, schiebt der Senat im Zweifelsfalle einmal und wir kriegen keine Antworten. Weil wir haben für kleine Anfragen 4 Wochen, also wenn die große Anfrage jetzt reinkommt etc., das kommt, also wir kriegen dann Larifari um die Haare geschmiert, aber keine exakten Zahlen. Der Senat wird das begründen mit, ich habe nicht genug Zeit an der ganzen Stelle dafür gehabt, gehe ich mit großer Wahrscheinlichkeit von aus. Und es geht ja vor allen Dingen darauf, dass wir Informationen haben wollen. Es ist bedeutend besser, wenn wir das schriftlich bekommen, und zwar ordentlich an der ganzen Stelle, dann kann man nämlich in der Zeit noch damit arbeiten und im Zweifelsfall Anträge etc. machen. Christopher und danach Martin. Ja, ich wollte nur zu diesem Aspekt mit dem, dass eine kleine Anfrage manchmal nicht beantwortet wird, sagen, dass ich dazu nächste Fraktionssitzung Antrag einreichen werde. Martin. Ich kann das nicht ganz nachvollziehen, was Heiko gesagt hat. Der Senat hat bei einer großen Anfrage insgesamt die Chance, es zweimal zu verschieben. Danach kommt es zwangsläufig auf die Tagesordnung, wird beraten. Alle Fraktionen werden sich sehr freuen, wenn wir nochmal ausführlich 10 Minuten pro Fraktion über den Personalabbau in den Bezirken reden können. Es darf keinen Unterschied qualitativ zwischen der Beantwortung mündlich und schriftlich geben. Den sehe ich auch nicht. Wenn der Senat zweimal verschiebt, dann liegen da 4 bis 5, manchmal sogar 6 Wochen, je nachdem, über welchen Turnus das jetzt geht, dazwischen. Das ist genügend Zeit, das zu tun, und umso schöner, wenn der Senat, also wie gesagt, ich sehe das nicht, dass es da einen qualitativen Unterschied geben wird, wenn der Senat keine ausreichenden Antworten gibt, ist das auch ein Thema, was man wunderbar breit treten kann in der Plenarsitzung, und darum geht es mir am Ende. Gerwald? Ich möchte auch sagen, dass das durchaus in einer mündlichen Debatte gemacht werden muss, weil wir auch mit diesen speziellen Fragepunkten auf die Wunden unsere Finger legen und dieses Mal auch öffentlich erklärt haben wollen vom Senat, warum an den entsprechenden Stellen Personal einfach weggespart wird und man unter den gesetzlichen Mindestanforderungen und so weiter bleibt. Also das soll mal bitte öffentlich erklärt werden, und dementsprechend habe ich die Meinung, dass es auch eine entsprechende Beratung dazu geben sollte. Die Fragen sind nicht auf meinen Mist gewachsen alleine. Wir haben das zusammen mit Christian und den Bezirken zusammen ausgearbeitet, auch entsprechenden Vernetzungstreffen. Also da sind auch teilweise die Fragen auch schon in den Bezirken gewesen, und die Bezirke haben in ihren BVVs auf diese Fragen auch keine vernünftigen Antworten. Und irgendwo muss mal, habe ich auch gesagt, da muss mal Druck von oben kommen, da muss mal halt direkt nachgefragt werden, wo ist denn jetzt hier der Buhmann, wo ist jetzt hier die Lücke, wo ist jetzt die Zahl? Die hätten wir jetzt echt mal gerne, weil ohne Zahlen kann ich hier nicht weiterarbeiten. Gut, jetzt nochmal die Frage, ob ihr damit einverstanden seid, wenn wir das auf mündliche Beantwortung ändern. Ich bin einfach der Antragsteller. Ja, er hat es aber nicht getan, deswegen muss ich es jetzt machen. So, gut. Okay. Trotzdem, das Meinungsbild ist positiv, ja, Heiko. Also der Antrag lautet bisher, wir fragen den Senat mit Bitte um schriftliche Beantwortung, das weg, was wegfällt, wir fragen den Senat, und danach mit Bitte um schriftliche Beantwortung fällt einfach weg.
Und damit wird der Senat das dann auch mündlich beantworten. Und dann kommt, wenn wir es heute dann demnächst einreichen, wird der Senat das einmal schieben, kommt es wahrscheinlich in der 1. Januar oder bei der 2. Januar per Plenarsitzung auf die Tagesordnung. Okay, dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist dafür, das in der geänderten Fassung dann einzureichen? Das sind wieder fast alle Anwesenden mit einer Enthaltung von Alexander Spieß. Und dann kommen wir auch schon zur Pause für die Illumination. Und wir machen hier dann pünktlich um 15.13 Uhr weiter, sodass wir... Zeitreiseantrag. 16.13 Uhr. Was ist das? Damit wir dann um 16.15 Uhr wieder live auf Sendung sind. Man muss den immer ein bisschen... Okay, dann sind wir um 16.20 Uhr. Bitte? Ich habe noch eine Bitte. Ja, bitte. Die Ute ist hier, ihr wisst, was sie von euch möchte. Und bitte jedem Abgeordneten seiner Pflicht nachzugehen. Ja, danke. Wenn ihr es vergessen habt, könnt ihr auch zu Ute gehen und nachfragen. Sie wird es euch verraten. Bis gleich. Dann vielen Dank. Wir kommen zum nächsten Top. Das sind Termine. Da steht nichts drin. Ansonsten finden die sich auch bei uns im Kalender und auf dem Fraktionsblock Top 5 Sonstiges. Da gibt es eine Stellungnahme, Liquid Feedback, eingebracht von Alex und geändert durch andere. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken, ob das ein konsistenter Text ist. Hat das jemand im Blick? Ja, bitte Alex, dann sag was. Vielleicht auch, ob das sozusagen, also da steht in Klammern zum Beispiel noch übernommen, Komma Alex. Also ich weiß nicht, ob das richtig ist. Hallo, liebe Versammlung. Es handelt sich bei dem Text, der sich in diesem Pad befindet, um einen Text mit Änderungsvorschlägen. Die Änderungsvorschläge sind fettgedruckt und unterstrichen. Da, wo übernommen, Alex dran steht, das sind zwei Absätze, habe ich die entsprechenden Änderungsvorschläge in den Antrag übernommen. Das heißt, darüber müssten wir dann auch nicht einzeln abstimmen. Ich schlage vor, dass wir dann einfach die einzelnen Änderungswünsche kurz diskutieren. Möglicherweise können wir uns da auf Meinungsbilder beschränken, sodass ich diese Änderungswünsche dann übernehme, sodass wir dann zu einem Text kommen. Also für mich ist das sehr undurchsichtig. Ich durchsehe nicht, hier steht zum Beispiel in Zeile irgendwo in 384, beschreiten, in Klammern vielleicht besser uns offen halten, Fabio, dann in Klammern wenn, solange, dann wieder lila Vorschlag, beschreiben diesen Weg. Das ist so durchsetzt mit verschiedenen Vorschlägen, dass ich mich im Moment nicht in der Lage sehe, das irgendwie abzustimmen. Dann sind wieder Sachen durchgestrichen, wo ich nicht weiß, was es soll. Ich fände es irgendwie am sinnvollsten, wenn man im Zweifel verschiedene Textvorschläge hat, aber die irgendwie einzeln und zusammenhängt und wir jetzt nicht, weil das geht endlos, in der Fraktionsversammlung über irgendwie einzelne Wörter und Absätze abstimmen. Also da würde ich doch lieber erstmal ein Meinungsbild haben wollen, ob wir wirklich diese Textarbeit in dieser Fraktionsversammlung jetzt so machen wollen, mit den einzelnen Wörtern und Absätzen und die irgendwie versuchen gegeneinander abzustimmen und im Zweifel, ja, oder nicht. Und ich habe vorgeschlagen, dass wir dafür Meinungsbilder verwenden, dann müssen wir sie nicht abstimmen. Aber Herr Meiner möchte etwas sagen. Ja, also wer ist dafür, dass wir die Textarbeit mit den einzelnen Meinungsbildern über die verschiedenen Wörter und Absätze in dieser Fraktionsversammlung jetzt machen? Das sind drei Meinungsbild. Stellen, drei, maximal vier Meinungsbilder. Also überwiegend ja, gut. Bitte. Dann würde ich einfach so lang an dich vielleicht das übergeben, weil du das besser durchschaust als ich. Und okay, ich versuche das. Dann bitte das auch im Pad zu dokumentieren, damit wir am Ende dann über einen Text abstimmen. Bitte. Gut, wir haben in Zeile 386. Bei meiner Pad-Größe in der fünften Zeile beschreiten, vielleicht besser uns offen halten. Ja, diesen Weg werden wir beschreiten. Es geht hier
darum, dass wir uns die Freiheit gelassen haben, eine eigene Plattform zu starten. Diese eine Textformulierung sagt, wir starten eine eigene Plattform. Die andere sagt, wir halten uns die Möglichkeit, eine eigene Plattform zu starten, offen. Möchtest du dazu noch Anmerkungen machen oder wollen wir dafür einfach ein Meinungsbild einholen? Ich wollte nur sagen, dass ich einfach, um es jetzt wirklich einfacher zu machen, den gesamten Satz nochmal verändert habe und in Kursiv dahinter ist. Also so würde er dann auch aussehen, damit es jetzt nicht Spekulationen gibt, wie er dann aussehen würde. Ansonsten, ich habe deinen Satz einfach so gelassen. So. Gut, dann frage ich, wer möchte, also ein Ja für beschreiten und ein Nein für uns offen halten. Eigentlich möchte ich den Weg beschreiten. Das geht eindeutig Richtung uns offen halten. Ich würde das uns offen halten in diesen Antrag übernehmen, sodass wir darüber nicht gesondert abstimmen müssen. Protokoll, können Sie das so? Wunderbar, ich danke. Die nächste Stelle, da haben wir die zwei Absätze von Pavel, die ich bereits übernommen habe. Dann haben wir in 398, da schrieb Fabio in Bezugnahme auf den Begriff Wahlcomputer Typ 2, eventuell streichen, da Wahlcomputer nicht näher definiert, zu polemisch. Ich habe dann im Sinne von und einen Link auf den Blogbeitrag, der erklärt, was ein Wahlcomputer Typ 2 ist, um da die Sachlichkeit reinzubringen, die Polemik rauszunehmen. Fabio, möchtest du diesen Änderungsantrag aufrechterhalten? Nee, ist okay, so kann man das schreiben. Super, dann brauchen wir darüber nicht abzustimmen. Protokoll, können Sie den Vorschlag von Fabio, vielen lieben Dank. Dann gibt es einen kompletten Absatz, das ist die Zeile 400. Da schlägt Fabio vor, diesen Absatz komplett zu streichen. Fabio, möchtest du es kurz begründen? Ich habe es geschrieben, mir ist der Mehrwert nicht klar, das soll jetzt nicht polemisch formuliert sein, sondern es ist tatsächlich so, dieses wir haben so lange gewartet, wir haben darauf vertraut, ist mir nicht ganz klar, wo das hinführt, das klingt so ein bisschen pathetisch irgendwie, das würde ich einfach rausnehmen. Und dann der letzte Satz, da geht es ja um Inhalt, da steht ja dann, da ist die Erwartungshaltung gegenüber uns als Mandatsträgern gibt, uns öffentlich zu positionieren, haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen. Ist dann klar, worum es geht, aber das ist ja irgendwie sowieso klar dadurch, dass wir den Text schreiben. Also deswegen würde ich den Absatz einfach rausnehmen. Als nächstes Simon Weiß. Ja, das Problem an sich jetzt mit diesem Absatz hier ist, dass jetzt da steht, wir haben uns zu diesem Schritt entschlossen, dass da drüber aber nicht mehr steht, dass wir uns zu einem bestimmten Schritt entschlossen haben, sondern dass da jetzt nur noch steht, wir halten uns etwas offen. Und das liest sich etwas komisch. Also wir haben uns zu dem Schritt entschlossen, uns etwas offen zu halten für den Fall, dass das ist so eine kleine logische Inkonsistenz. Deshalb kann ich den Vorschlag, den Absatz da zu streichen, weil das Fazit ist ja quasi eh unten nachvollziehen. Pavel? Ich bin auch für Streichen, das klingt sehr nach Mimimi. Gut, ich streiche den jetzt ohne Meinungsbild. Protokoll, machen Sie es bitte so. Dann haben wir in Zeile 402, wenn auch auf anderen Wegen als bisher, Augenblick. Der Herr Mayer möchte diesen Teilsatz zur Debatte stellen. Pavel, begründest du kurz? Ja, ich würde gerne den letzten Teilsatz einfach streichen, weil er nur neue Fragen aufwirft, so auf welchen Wegen denn bisher und gerne sozusagen statt des Kommas einen Punkt haben. Gibt es dazu noch weiteren Redebedarf? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Damit kommen wir zum Meinungsbild. Ich bitte um das Meinungsbild Ja für Streichen und Nein für Behalten. Ich sehe, alle möchten diesen streichen. Ich werde das jetzt in den Antrag übernehmen, damit wir hier keinen Änderungsantrag abstimmen müssen. Damit haben wir einen
Text. Jetzt haben wir, glaube ich, abschließende Wortbeiträge. Wir beginnen mit Fabio und danach Olli. Ich weiß nicht, ob das, das habe ich erst relativ spät eingefügt, weil mir zwischenzeitlich auch das Pad abgeschmiert ist. Ich hatte noch geschrieben in Zeile, also Absatz 400. Und dann der zweite Satz, diese Entscheidung, also das Entscheidung des pseudonymen Betriebs, respektieren wir und werden die Ergebnisse aus der Plattform der Willensbildung des Landesverbandes weiterhin mit veränderter Priorität zur Kenntnis nehmen. Einfach nur jetzt nochmal Frage an dich, was bedeutet dieses mit der veränderten Priorität? Höhere Priorität oder niedrigere Priorität? Also vielleicht wird beim Lesen nicht ganz klar. Wir kommunizieren damit, dass wir das weiterhin zur Kenntnis nehmen, aber werden das möglicherweise nicht so hoch werten wie bisher, beziehungsweise so hoch, wie wir es werten würden, wenn wir eine korrekte Plattform hätten. Damit wird klar gemacht, dass das Verhalten des Landesverbandes einen Einfluss darauf hat, wie wir die Ergebnisse des Systems zur Kenntnis nehmen. Olli? Ja, ich habe diese Änderungen, die ich jetzt anspreche, nicht eingebracht, weil sie inhaltlich nichts an dem Text ändern würde. Möchte allerdings anregen, dass wir diesen Text, nachdem wir ihn beschlossen haben, bevor er veröffentlicht wird, noch gendern, damit wir hier an der Stelle nicht das generische Maskulinum benutzen. Da müssen wir gar nicht groß drüber diskutieren. Ich würde dann nur gern drüber abstimmen oder ein Meinungsbild einholen, wie die Fraktion dazu steht. Gendern in dem Fall. Okay. Ja, also die Vorschläge sind generisches Femininum und alles gegeneinander abstimmen. Ach, können wir vielleicht den einen Punkt von... Können wir kurz erstmal das... Genau, und dazu gab es einen Redebeitrag von Phil und dann Fabio. Nicht jetzt zu diesem Teilaspekt, sondern mir liegt gerade eine Stellungnahme von Susanne vor. Die Frage ist halt, wann ich die verlesen soll oder kann. Ja, jetzt zu dem Tagesordnungspunkt. Okay, gut, dann lese ich jetzt eine Stellungnahme. Ja, dann erst Entschuldige, das. Können wir jetzt kurz den... Können wir jetzt kurz diesen Antrag, also diese Stellungnahme fertig machen, weil wir sind fast fertig und dann möglicherweise die gegen die von Susanne stellen, wenn es dazu keinen Widerspruch gibt, dann würden wir so verfahren. Gut, das heißt, ich habe als nächstes auf der Rednerliste den Fabio. Also, wir hatten ja gerade über den Punkt mit der veränderten Priorität gesprochen. Ich wollte nur einfach anmerken, es wäre vielleicht sinnvoll, da es ja offensichtlich darum geht, dass wir die Ergebnisse aus der Willensbildung durch diese Plattform auch weiterhin mit Priorität zur Kenntnis nehmen wollen, wie hoch diese Priorität jetzt konkret gesetzt ist, bleibt ja dann sozusagen uns überlassen in der Interpretation, würde ich einfach dafür plädieren, dass wir das Wort verändert herausnehmen, dann sagen wir nehmen die Ergebnisse auch weiterhin mit Priorität zur Kenntnis. Und das ist, glaube ich, es lässt uns den Spielraum zu agieren, im Zweifel wie wir wollen, aber es macht klar, was wir wollen. Damit ist es, glaube ich, klarer formuliert einfach. Das würde allerdings den Sinn komplett verändern. Ihr dann erstmal Pavel dran und dann schauen wir mal, ob das neue Erkenntnisse. Ja, ich hätte dann doch noch einen Formulierungsvorschlag, um diese Stelle dann vielleicht im Sinne der Versammlung zu verändern. Weiterhin jedoch mit größerer Vorsicht zur Kenntnis nehmen. Okay. Wir haben einen GO-Antrag von Christopher. Oder ein Redebeitrag ist egal, sprich. Ja, ich hätte jetzt einen GO-Antrag auf ein Meinungsbild. Und zwar, inwieweit ist die Versammlung als sinnvoll erachtet, neu auftretende Texteditionen, die über das, was schon vorher feststand, jetzt hier in dieser Fraktionssitzung zu tun oder ob wir das besser sein lassen sollten. Das wäre dann jetzt die Frage für ein Meinungsbild.
Der Herr Lauer fragt, ob wir neue Textfragmente in diesen Text, die jetzt spontan kommen, mit einbauen wollen. Es gibt eine Tendenz, das nicht zu tun. Aber wir haben da noch einen Redebeitrag von Alexander Spieß. Also könntest du dir vorstellen, zu übernehmen, einfach nur zur Kenntnis nehmen, zu schreiben, das ist dann relativ neutral. Es ist so, dass wir uns tatsächlich mit den ganzen Vorschlägen, die dort im Laufe der Zeit gemacht wurden, hingesetzt haben im Büro und die durchgearbeitet haben. Das heißt, über die Vorschläge, die vor der Sitzung eingebracht wurden, konnten wir bereits drüber arbeiten, so wie alle Mitglieder dieser Versammlung. Ich glaube, dass solche Schnellschüsse uns jetzt nicht weiterhelfen, auch möchte die Versammlung das nicht. Die Frage ist also, ob, also eher nicht. Ich würde jetzt einfach mal mein Meinungsbild bitten, wer kommt mit dieser Stellungnahme klar, so wie sie jetzt nach diesem Arbeitsprozess ist. Gut, es ist überwiegend positiv. Ich bitte jetzt Phil in geeigneter Form, uns die Stellungnahme von Susanne Graf zur Kenntnis zu bringen. Gibt es die Möglichkeit, das in Textform zu machen? Ja, hat sich aber nach den letzten Beiträgen und der Änderung erledigt. Also können wir darauf verzichten. Gut, wir würden dann zur Abstimmung kommen. Wir stimmen ab über die Faxe nochmal. Ja, ich kann ja auch mein Abstimmverhalten danach begründen. Ich wollte bloß aufmerksam, dass ich da eine Begründung zu abliefern würde. Gut, dann kommen wir zur Abstimmung. Ich bitte, das ist die Stellungnahme der Fraktion auf die Anfrage des Landesvorstands zur X018. Ich bitte jetzt um die Stimmen. Das muss jetzt noch vorgelesen werden. Faxe nein, Wolfram nein, Olli ja, Martin ja, Simon Weiß ja, Christopher Lauer ja, Fabio Reinhardt ja, Alexander Spieß ja, Heiko Herberg ja, Andreas Baum ja, Alexander Morlang ja, Pavel Meyer ja, eine Doppelenthaltung bei Phil und ein Ja bei Simon Kowalewski. Damit ist der Antrag angenommen und ich übergebe die Leitung zurück an Herrn. Achso, und bitte den Kollegen noch um die Stellungnahme zum Abstimmverhalten. Ja, ich habe es ja angekündigt, und zwar aus folgendem einfachen Grund. Wir sind die Fraktion und der Landesverband ist die Partei. Da gibt es Parteigesetz, was dazwischen steht, und es steht das freie Mandat des Abgeordneten dazwischen. Dementsprechend kann ich formell diesen Antrag nicht zustimmen. Gleichwohl werde ich nach Recht und Gewissen entsprechenden Liquid Feedback Initiativen natürlich meinen Anträgen Einfluss zuführen und entsprechend berücksichtigen. Aber ich kann es nicht konkret immer für alle Zeiten unterschreiben, was da drin steht. Das kann ich nicht machen, weil es gegen geltendes Gesetz verstößt an zweierlei Punkten, die ich genannt habe. Ich habe natürlich das mit dem gegendert vergessen. Die Frage ist, Herr Hövinghoff, Olli, kannst du das dann, die gegenderte Version oder die generische Femininum-Version, je nachdem, was jetzt das bessere Meinungsbild erhält, als Umlaufbeschluss einstellen. Dann haben wir den inhaltlichen Teil jetzt schon abgestimmt und könnten dann nochmal über die Form abstimmen und es hätte formell seine Korrektheit. Geht das? Das ist kein Problem. Gut, dann bitte ich jetzt, ein Meinungsbild, möchtet ihr das lieber im generischen Femininum, da nehmen wir die Ja-Kugel, oder gegendert, das wäre die Nein-Kugel. So, damit haben wir eine breite Mehrheit für ein generisches Femininum. Ich bitte also Herrn Lauer, die entsprechende femininisierte Version zum Umlauf zur Abstimmung zu stellen und gebe hiermit die Versammlungsleitung zurück an Herrn Baum. Vielen Dank. Damit kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist in dem Fall, ich glaube, Berichte zu Protokoll. Da noch eine Änderung. Wir werden demnächst einfach die Berichte und den sonstigen Teil zusammenfassen als Tagesordnungspunkt, sodass wir erst unter Sonstiges, dann unter dem neuen Top
die das, was wir besprochen haben und dann darunter Berichte haben, weil Berichte in letzter Zeit nicht zu Protokoll gegeben wurden und wir dann immer einen leeren Tagesordnungspunkt hatten. Und das kann man dann einfach anfügen. Dann würde ich jetzt beantragen, dass wir einen nicht öffentlichen Teil wegen Personalangelegenheiten durchführen. Ich hatte dazu auch schon eine E-Mail geschrieben, was dort besprochen werden soll und frage, wer dafür stimmt, das jetzt zu tun. Und das sind alle Anwesenden mit Enthaltung von Heiko. Ach so, sorry. Und mit Nicht-Enthaltung von Heiko, sondern Heiko stimmt auch dafür, plus Phil mit einer Stimme. Dann machen wir das jetzt und damit sind wir auch am Ende des öffentlichen Teils und ich verabschiede mich von den Zuschauern und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann.